So, einen wunderschönen Willkommen zu Clicker Hero Folge 90 und damit der letzten Special-Folge. Das heißt, ab nächster Woche, also ab Montag quasi, kommt immer nur noch jeden Montag, also einmal pro Woche eine Folge. Ja. Dann gucken wir mal rein, was so gelaufen ist. Ja. Mittlerweile mache ich es, man sieht schon, ich brauche gar nicht mehr weitergehen. Ne. Es ist mittlerweile einfach schon so heftig. Ich kann einfach, ne, ganz normal hier am Anfang hochleveln, alle, ne, Level 200, das geht ja ultra schnell. Ja, manche habe ich auch auf 300 gelevelt, glaube zwei Stück. Keine Ahnung. Ja, nee. So, und auf jeden Fall, denn wenn ich bei Dreadnought bin, kann ich ihm einfach, also er hat ja die ganze Zeit alle Guilds. Und ja, ihn kann ich einfach praktisch mit einem Autoklicker hochleveln lassen und das reicht vollkommen aus. Ich komme damit, ja, wie man sieht, schon endlos weit. Ist ganz witzig, weil so kann das Ding komplett im Hintergrund laufen und ich brauche gar nichts mehr machen. Von daher ganz cool. Und ich weiß auch gerade nicht, ich habe auch mal zwischenzeitlich versucht, dann zum Ende hin nochmal alles auf ihn hier umzugilden. Aber das hat dann auch gar nicht mehr so viel gebracht. Von daher können wir das tatsächlich so lassen. Was haben wir denn hier schon wieder? Agave. Gilded Damage Bonus? Nein. Der kann also weg. So. Easy. Was ist hier los? Haufenweise Goldmission. Sehr schön. Die werden wir einfach mal alle komplett aufheben. Ja. Weil die nächste Transaction steht ja bald an. Wie sieht's hier aus? Wir haben 12 Sprungen, also bloß noch 3 Stück. Das ist doch gar nicht mal so schlecht. Rubine sind wir auch mittlerweile relativ gut. Und mir fehlen bloß noch 7, weil ich habe gestern halt, ja. Ich habe quasi die gesamte Nacht. Fast die gesamte Nacht durchgemacht. Wegen privaten Gründen war ich sowieso wach. Da dachte ich mir, kann ich doch ab und zu mal vorbeigucken hier. Ja. Von daher habe ich auch schon ein bisschen ein paar Rubine bekommen. Davon ist also, wie gesagt, auch bloß noch 7 Stück. 7 Stück. Wir haben mittlerweile, ich kann einfach mal ascenden, weil viel weiter geht hier nicht mehr. Beziehungsweise mal gucken, wie weit wir hier noch so kommen. Geht ja noch, aber es hängt wieder, es fängt wieder an langsamer zu werden. Von daher, ja. Weiß ich nicht, ob sich das jetzt noch lohnt, hier noch ein bisschen zu bleiben. Ja. Ich glaube, wir machen einfach mal eine Ascension. Bap. So, jetzt haben wir tatsächlich wieder 1 E8 Hero Souls. Das ist eine ganze geil. Lalalala. So, dann speichern wir das Ganze auch gleich mal. Ist nochmal ganz gut. Und jetzt gibt es nämlich diesen witzigen Trick, weswegen ich mir auch so viele Dinger hier angespart habe, weil wenn ich das Spiel speichere, kann ich ja den gerade gespeicherten Speicherstand auch wieder gleich laden. Und da tritt dann wieder dieser witzige, naja, Feature auf, dass wir dann automatisch gleich irgendwas gemacht haben, obwohl wir überhaupt nichts hatten. Und damit kann ich mir gleich wieder Helm kaufen, ohne hier, ne, meine Söldner benutzen zu müssen. Ich finde das ultra witzig. Ich muss mal, wie gesagt, im Forum mal gucken, ob dazu irgendwas steht, ob man dazu irgendwas findet. Weil ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass das so gewollt ist. Es wirkt wie ein Feature, es hat aber auch so einen Beigeschmack mit, kann sein, dass es nicht gewollt ist. Aber ganz ehrlich, wenn das nicht gewollt ist, ist das noch nie jemandem aufgefallen oder was? Vor allem, es ist ja nicht nur hier bei der alten Version so, sondern wie gesagt, bei meiner mobilen Version, die die aktuelle Version ist, da ist es genauso. Also irgendwie bin ich da auch ein bisschen zwiegespalten, ob das wirklich Bug-Using ist oder ob das einfach komplett legitim ist, weil das ein Feature ist. Naja, werden wir so schnell nicht erfahren. Von daher. So, das rockt. Genau. Jetzt haben wir hier auch schon. Ah, wir brauchen nochmal. Naja. Dauert relativ lange jetzt noch. Ein paar Ascension werden wir definitiv noch machen müssen. Ja, wie gesagt, die komplett diese ganzen 50 Stücken werden wir alle hier in Ponyboy reinbuttern. Bob lasse ich komplett raus. Wie gesagt, bringt auf Dauer nichts.
Jetzt gucken wir mal, was wir hier machen könnten. Ich habe zwischenzeitlich auch die anderen hier alle auf 6000 gehoben. War relativ preiswert im Vergleich. Guck mal, hier. Weitere 1000 Level würden gerade mal 7 E6 kosten. Das ist ein Witz. Das wäre hier die 7, die ihr hier seht. Die würde verschwinden. Also das kann man also auf jeden Fall machen. Die Frage ist nur, bei ihm sieht es schon wieder ganz anders aus. Der ist wesentlich teurer. Daher brauchen wir hier noch mindestens eine Ascension. Und auch dann ist es die Frage, ob wir es dann machen. Weil wenn ich hier noch eine Ascension mache, dann haben wir jetzt so ungefähr 1,3. Das heißt, wenn ich das Ding dann gleich kaufen würde, ne? Von daher mache ich mal noch zwei Ascension. Ich meine, ihr kriegt das eh nicht mit, weil das mache ich ja offscreen, ne? Aber ich werde auf jeden Fall noch zwei Ascension machen und dann auch Inni auf Level 3000 heben. Vielleicht kann ich es dann sogar schon mal die hier auf Level 7000 heben. Ja, für Level 8000 wird zu viel. Ich speichere mal ganz kurz. Ich habe nämlich jetzt keine Ahnung, wie hoch die Skalierung ist zwischen diesen zwei. Also 6000 kostet. Ne, also Level 7000 kostet. Das geht tatsächlich. Da kann ich die gleich auf Level 8000 heben. Oh mein Gott, was tue ich hier? Oh Gott, ich trau mich nicht. Die Werte sinken doch ganz schön schnell, fällt mir gerade auf. Und so, und es kommt auch noch einer. Halleluja. Jetzt haben wir bloß noch 1E7. Hauer. Na gut. Was für einen guten Zweck, ich hoffe. Ansonsten können wir bei den 20ern noch was machen. Nee. Jetzt gerade sowieso nicht und es würde sich doch nicht lohnen. Weil selbst wenn wir hier noch bei 1E8 wären, könnten wir vielleicht überall ein Level hochbringen. Das bringt nichts. Ja gut. Dann haben wir jetzt überall schon zumindest schon mal 8000. Kann man machen. Und dann können wir ihn also können wir uns komplett auf ihn konzentrieren und ihn bis auf 4000 heben. Da werden wir definitiv einige Ascension für brauchen. Das wäre ganz geil. Wie gesagt, mal gucken. Vielleicht kriegen wir sogar schon vorher hier die neue Transcension fertig. Wäre natürlich auch eine Alternative. Ich spiele gar nicht im Vollbildmodus. Warum sagt das denn keiner? Ja, da wollte ich privat mittlerweile, wenn ich so offscreen spiele, spiele ich immer im Fenstermodus, damit ich hier so ganz schnell zwischen den ganzen Fenstern wechseln kann. Von daher können wir auch gleich während den Aufnahmen hier im Fenstermodus spielen. Ich meine, der sieht hier links mein Monitor. Ich weiß nicht, ob der für euch so interessant ist. Ich habe keine Ahnung. Ich meine, alles, was ihr dabei seht, ist, dass der Rechner die ganze Zeit im Hintergrund irgendwas macht. Ich werde aber niemandem verraten, was. Ich sag nur eins: Bitcoin. Spaß. Nee, Bitcoin Mining, dafür ist mein Rechner definitiv zu schlecht. Das wäre eine Stromverschwendung. Da hätte ich mehr Stromkosten, als ich mit Bitcoin verdienen würde. Nee, aber ja. So, hier war alles. Hier hatten wir E4, E31, 1E31, sind alles 31er. Gut, heißt also alles relativ gute. Ja, okay. Dann brauche ich davon auch kein erledigen. So, wir haben. Ja, eben, wir haben gerade 1600. Wir brauchen egal was. Ne? Wir haben hier überall schon über 1000. Ist einfach traumhaft. Also. Ich glaube, die können wir mittlerweile einfach komplett stecken lassen. Auf die brauchen wir uns nicht mehr konzentrieren. Erstens, ganz ehrlich, ein Level mehr oder weniger, egal wo, es bringt halt einfach absolut gar nichts. Und zwar wirklich nada, niente, gar nichts. Von daher, fuck off, die lassen wir einfach mal komplett sein. So, dann machen wir mal hier ein bisschen weiter. Da. Einmal runter. Haben wir auch schon wieder mit dabei. Sehr schön. Oh. Geld ist schon wieder knapp. Fuck you. In die SSS. So. Na, wie gesagt, genauso lief hatte ich gestern. Also, ja. Gestern bei der ganzen Ascension schon auch ab. Ich habe genau das gemacht. Hochgelevelt bis zu ihm.
Hab dann umgestellt auf 25 und hab dann praktisch meinen Autoklicker hier raufgesetzt und das war's. Und damit alle Ascension einfach komplett einmal durchgespielt. Weil, ja. Nice. Finde ich ganz witzig. Was mache ich dir gerade? Bitte danke, bitte danke. Und E34, dann haben wir gleich zusammen. Übrigens, was ich gerade auf dem Tablet spiele, ist ein ganz witziges Spiel. Also, ich weiß noch nicht, wie lange es mich ermuntert, ne? Aber auf dem Tablet spiele ich gerade Tower of Heroes. Ist das das Ding? Ja, doch, Tower of Heroes. Das Ding spiele ich gerade. Ist tatsächlich ultra witzig, ultra süß. Ich habe auch tatsächlich noch Freude dran. Ne? Ich weiß noch nicht, wie lange ich Freude dran haben werde. Ich habe gestern schon eine leichte Ernüchterung festgestellt, als ich versucht habe zu ascenden. Was dort einfach Reset heißt. Warum liegt denn das Bild nicht vollständig? Bist du bekloppt? Digga, was ist mit deren Server los? Oder ist das hier eine BMP-Datei? Nee, auf jeden Fall, ja, genau darum. Kann man die auf Weiter klicken? Hier sieht man ein bisschen mehr, was abgeht. Ja, das spiele ich jetzt gerade auf dem Tablet. Natürlich neben Clicker Heroes. Ich bin natürlich auch noch Clicker Heroes. Aber wie gesagt, bei Clicker Heroes habe ich gerade eine Transcension gemacht. Heißt also, ich bin da wieder eine ganze Weile am Idlen. Und wie gesagt, ja, habe ich heute Nacht mal ein bisschen nach Alternativen geschaut. Und da erstmal eine kleine schicke Alternative gefunden. Warum ich das jetzt gerade sage, ich habe keine Ahnung. So, und jetzt sind wir quasi schon fertig. Jetzt können wir hier sagen, E25. Und dann einmal, boff. Das war's. Genau so können wir das Ding jetzt komplett lassen. Ich werde den Browser natürlich trotzdem schließen, weil, ne, ich mache jetzt meine Doom-Aufnahme. Episode 4, Teil 2. Ich freue mich schon auf die erste Map, die jetzt kommt. Ihr habt die Folge schon gesehen, wenn ihr sie überhaupt guckt. Ne? Ja, von daher würde ich mal sagen, speichern wir nochmal das Ganze und dann schließen wir den Browser. Save Game to the Internet. Pop. Sehr schön. Und dann können wir quasi einfach jo, schließen. Easy. So. Dann würde ich mal sagen, schau mit V, dann sehen wir uns morgen. Nein, heute ist Samstag. Morgen kommt keine Folge und übermorgen seht ihr dann die letzte Clicker-Hero-Folge direkt jetzt im Anschluss und danach dann immer nur eine Woche Wartezeit. Ja. Ja. Von daher bis übermorgen. Tschüss.